Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Raiders of Icarus hier bei Explorer LP. Eine neue Aufnahmesession. Jo, ich war jetzt ein paar Tage nicht fleißig, ich habe nichts gemacht. Außer hatte meine täglichen Belohnungen geholt. Obwohl ich glaube, da kriegt der Berserker diesen Monat nicht so viel. Nö, da war quasi gar nichts. Am Montag gab es ja für jeden so eine Kiste für ein heroisches Abzeichen. Die hat der Hexer von mir gekriegt. Und die Elun, wenn die näher abgelaufen sind, die wird auch der Hexer kriegen. Der hat nämlich ja nichts mehr. Und ja gut, das hole ich mir morgen mit Berserker. Die kriegt wieder der Hexer. Berserker, 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 Berserker. Gut. Wir machen eben, wie sollte es anders sein, Ienos Versteck. Vielleicht haben wir heute mal Glück. Und dann wollte ich mal eben nach Hakanas Kreuzweg bzw. zum Siegesplatz und da mal schauen, was der Januarhändler alles anbietet. Und dann werden wir natürlich weiter questen. In den verderbten Ödlanden. Da ist er schon. Na super. Okay, vielen Dank. Jo. Also ich war glaube ich noch zwei, drei Mal hier drin und es war wirklich nur Mist drin. Also es war... Mal schauen. Ich hoffe, dass vielleicht heute mal was drin ist. Und wenn denn was drin ist, dass wir es auch gezähmt kriegen. Das ist immer so der kleine Haken an der Sache. Also Phantom wäre nice. Terrorkarre wäre nice. Und... Dinok wäre nicht nice. Gut, und Bodenmounts. Bodenmounts, nicht die Schildkröte. Ein Magmahund. Okay. Dann nehmen wir uns Dinok, weil ich glaube, den habe ich noch nicht. Dann haben wir zumindest den Erfolg. Wo ist er? Komm mal her. So, das reicht. Schwupps. Wo ist der rote Balken? Wo ist der rote Balken? Okay, wiederholbar. Abschließen. Gut, dann düsen wir ab. Und tschüss. Ups. Nach dem Ladebildschirm geht es weiter, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier bei Explorer IP. Nur hier, heute und jetzt, der Ladehasi. Und? Danke. Okay, Dinok, ich habe dich da rausgeholt. Behalte mich in guter Erinnerung. Und tschüss. Da geht er von dann. Gut, wir bremsen uns erstmal nach Hakanas Kreuzweg. Insofern, oder? Wüste von... Also, wo haben wir den Ruhestein? Wo haben wir ihn? Nirgendwo. Oh, ein Ladebildschirm. Ich glaube, das wird eine sehr interessante Folge heute. Schalump, Schalump. Und habt ihr bei Bless mal reingeguckt? Waren ja nicht so viele Kommentare, ob es euch gefällt, nicht gefällt. Aber ihr konntet auch noch nicht so viel sehen, das stimmt allerdings auch. Also ab Folge 3, 4 wird es eigentlich erst interessant. Sodele. Dann schauen wir mal, was der Kollege hier bringt. Was ist denn hier für ein Aufruhr? Wo ist er? Dezember, Januar. Wir mounten mal ab. Damit andere ja auch noch rankommen.
So, lass mal lunchen. Wir haben voller Wachstums. Ja, super. Stufe 30, ja. Juwelen, Zufallsbox, nein. Gefährtenbox, nein. Nein. Berserker Rüstungsbox 3. Und einmal den Kalypto, den Dämonos und den Herrn. Also die legendären Mounts möchte ich nicht haben. Ich tendiere ja eigentlich. Ich meine, zwei habe ich. Ach, weißt du was? Komm, scheiß und was drauf. Bams. Und für die restlichen zwei hole ich mir dann die Härtungssteine. Und zack. Physisch-kritischer Schaden und Stärke. Und meins. Gut, haben wir ein neues Brotmesser. Dann schauen wir nochmal schnell auf der Gefährtenfarm nach. Ob da vielleicht das eine oder andere Kleinod für den Explorer schon parat steht. Ich weiß gar nicht, ob ich irgendwas zum Leveln in die Scheune da gesetzt habe. Nö, habe ich wohl nicht. Okay. Dann werden wir mal eben beim Handelsmakler vorbeischauen. So, verkaufen. Terrorkarre, 100 Gold. Also drunter verkaufe ich nicht. Dann. Mana-Elixier wollte auch nicht. Und Nebel. Ja gut, den könnten wir. Gesundheitszahlen, physische Kritter-Trefferrate. Dann könnte ich meinen selber geben, oder? Why not? Mach mal auch. Explorer, wie kannst? Ja, ich kann. Ich kann alles. Hier ging ja nichts rein, ne? Was haben wir denn hier drin? Hier haben wir schon drin. Okay, hier haben wir noch gar nichts drin. Wie war denn das? Explorer. Die Leute gucken zu. Nein, du willst das auch nicht posten. Nein. Schitte. War es nicht STRG? Shift? Steht das nirgendwo? Nein, nicht posten. Kinder, das bin ich blöd? Ja, bist du. War es nicht STRG Rechtsklick? Nö. Auch nicht. Warte mal. Oder war das das so? Ich glaube, das war das, ne? Wo ist der Terror-Karif? Wo ist der Terror-Karif? Da also. Der kommt aber aufs Schwert. Geben. So, und jetzt können wir doch da hier so einen heroischen Seelenkristall des Mutes. Legendärer Seelenkristall. Talentkraft. 100. Gesamter Schaden durch kritische Treffer. 100. Alibrune. Dieser Kristall, kommt er hier drauf? Wird ein nicht handelbarer Siegelstein an einen Gegenstand angebracht, wird dieser ebenfalls nicht. Ja. Okay, er muss wohl da rein. Und der hier wird er wahrscheinlich ab einer bestimmten Aufwertungslevel erst freigeschaltet, denke ich mal. Gehe ich mal davon aus. So, hier haben wir jetzt drin. Da ist auch drin. Dann kommt hier. Die Schlömpels. Heroischer, der Gesundheit, des Mutes. Ist eigentlich egal, oder? Hohe Gesundheit, 400 Gesundheit, insgesamt der Angriff. Ja, ich glaube, das ist doch nicht so egal. Geben.
Okay, jetzt könnten wir, da tun wir aber nochmal und dreimal Gelegenheit. Sehr schön. So. Also wie gesagt, nee, das habe ich doch erledigt. Das habe ich doch erledigt. Explorer, konzentrier dich. So, was denn hier jetzt? Haben wir jetzt hier haben wir grünes Licht für alles oder wieder nur eins fertig? So, auf jeder von denen haben wir zweimal die Chance auf Karaschas Rüstungsbox und wir kriegen Gefährtenmünze. Super. Ich hasse die. Was ist das denn? Kupferbahn. Kann für einen sehr hohen Preis im Laden verkauft werden. Ein Gold. Super. Ich freue mich so riesig. Stellt die Abenteuerpunkte eines Gefährten wieder her. Beschwör den Gefährten, benutzt ihn dann, um ihn auf deinen Gefährten in deiner Liste anzuwenden. Magische Drachenessenz. Kann man bestimmt verkaufen, oder? Ist das gebunden? Lass mal lunchen. Nee, kaufen, ne? Kann man hier magische Drachenessenz? Magisch. Aber das funktioniert hier nicht, ne? Mit der. Nö. Unter was wird denn das sein? Gebrauchsgut? Tränke? Nö. Allgemeine Güter? Nö. Materialien, oder? Erz. Geisterüberreste. Wo ist denn das blöde Teil jetzt? Komm, ich habe keine Zeit. Die Leute wollen was sehen hier. Hallo. Da, magische Drachenessenz. Geisterüberreste. Anscheinend nichts anderes. Nö. Stoff, Mana-Stein? Was sind Mana-Steine? Das sind Mana-Steine. Magische Drachenessenz, da ist sie doch. 14 Gold, eine. Vierzehn Gold, das günstigste. Ja, da behalte ich sie erstmal. So. Ja, sollen wir sie nochmal losschicken? Da müssen wir jetzt warten, ne? Was gibt's denn in der Tretelkluft auf heroisch? Auch zweimal. Na komm, dann gönnen wir uns den Spaß nochmal. Und I hat mir nicht hier so einen Abenteuerverstärker. Schwupps. So. Und so. Da will Skeron hin. Bestätigen. Und da will Apokalypse hin. In 5 Stunden wissen wir dann mehr. Okay. Für die Münzen kriegen wir nichts, ne? 80 Münzen. Okay. Schade. Gut, dann geht's wieder ab in die verdammten Ödlande, weiter questen. Mit dem neuen Brotmesser. Dams. 70 Silber. 70 Silberlinge. Ich weiß ja gar nicht mehr, wo wir jetzt mit Questen waren. Ist schon der dritte Aufnahme, der dritte Ladebildschirm dieser Folge, möchte ich mal betonen. Der dritte.
Mr. Bling. So. Was das ist, das. Achso, okay. Gut, wo müssen wir denn hin? Genau, das Weltkarte. Zeigt, das ist sehr schön. Wir müssen erst wieder raus, ne? Komm, gib Gas. Hole verlorener Schatz. Schildkrötenfüße. Gut, mich dünkt, wir müssen zum goldenen Gipfel. Ich dachte schon, jetzt kommt wieder ein Ladebildschirm. So, wiederholbare Quest. Wollen wir nicht machen, ne? Die Quests hier waren ätzend, ne? Wir müssen jetzt Sandtempel, der Preis der Wahrheit, erstelle oder sammle 45er Gesundheitselixier, ja. Sandtempel. What? Der? Sehe ich das richtig? Sandtempel. Was soll man hier machen? Ist der hier unter uns? Entschuldigung. Ach, das ist die Hauptquest direkt. Schickt ihr uns schon in den Dungeon rein? Will ich da rein? Ne, will ich da noch gar nicht. Ich meine, gut zu wissen, dass er hier ist, aber wir holen erstmal verlorener Schatz. Weißt du? Da hinten haben wir irgendwas zum Töten. Schildkröten. Aufi. Aufi. Oh, resettet. Ist nicht schön. Oh, Mr. Bling. Fromme Robe. Elite hoch. Elite hoch. Ja, diese Woche sind wohl im Shop wieder die tollsten Dinge im Angebot. Wer da bereit ist, ein paar Euros auszugeben. Der kann das natürlich dann gerne machen. Ich brauche nur deine Füße, Kollege. I need your feet. Der verwitterte Panzer einer Wüstenschildkröte zum Zähmen von Deva. Okay. Deva. Diva. Zum Zähmen einer Diva. Lass mich raten, Deva ist eine Schildkröte. Dann guckt die doch bestimmt hier auch irgendwo rum, oder? Schon wieder ein Kochrezept. Warum? Müssen wir viele Schildkröten killen. Bei Janin, den müssen wir auch noch zähmen. Aber dafür brauchen wir Siegel. Hallo? Was ist denn hier für...
Jo, der nächste bitte. Aber jetzt hier bei den Gefährten-Quests habe ich jetzt echt gedacht, jetzt müsste da langsam mal eine Rüstungsbox kommen. Jetzt haben wir das zum dritten Mal gemacht. Dafür haben wir ein paar popelige Kupferbarren gekriegt. Auf wie Sau, ne? Drei Stück noch. Hallo? Hallo, keine Fähigkeiten. Das müssen wir auch machen. Volles Programm hier. Ein Schatz. Kann ich damit was machen? Muss das Schätze finden. Geht nicht. Okay, ist wahrscheinlich der falsche. Der falsche Schatz. So. Komm mal hier. Fertig. Okay, meine Lieben. Für die Folge auch. Wir sind bei 23 Minuten. Ich danke dir da draußen fürs Zuschauen, wünsche dir noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst, und sage Tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao, ciao.